vom Investor zum Immobilienmakler und persönliche Transformation. Da wollen wir heute in diesem Podcast drüber sprechen. Ich habe mich dann wieder auf den Weg mit dir des Lehrlings begeben. Ich habe einen sehr netten, sehr sympathischen jungen Herrn hier, der schon echt was gerissen hat in seinem Leben. Stell dich doch mal kurz vor. Hi, ich bin Marlon Müller. Ich komme aus Mahl und mit meiner Lebensgefährtin Jill Brummelt haben wir gemeinsam ein Immobilienmaklerunternehmen. Jetzt ist das ja nicht, das ist ja das Endergebnis sozusagen, Marlon, ne? Wir kennen uns ja schon eine Zeit lang und da gibt es ja eine Geschichte davor. Ne? Du hast gestartet schon recht früh mit dem Thema in Immobilien investieren. Was hast du denn da gemacht? Ich habe 2019 angefangen, selber Immobilien zu kaufen und habe mich sehr ausgiebig auch mit der Frage beschäftigt, wo dieser Weg hinführen soll und wie lange ich diesen Weg gehen möchte, und habe dadurch oder aufgrund dessen auch direkt eine vermögensverwaltende GmbH gegründet unter einer Holding. Das heißt, für mich war das die richtige Entscheidung, weil ich da sehr langfristig gedacht habe und auch von den Mieteinnahmen aktuell und auch die nächsten Jahre nicht leben möchte, sondern ich möchte gerne das Geld weiter reinvestieren. Und das habe ich 2019 auf die Beine gestellt und dann halt angefangen, ja, Eigentumswohnungen zu kaufen. Das war der Start. Okay, du hast ja also eine schöne Sparbüchse angelegt, Spardose sozusagen mit deiner Holding und so weiter. Okay, sehr cool. Und was war denn für dich, jetzt mal abgesehen von Holdingstruktur und so weiter, das ist ja schon auch erweiterndes Wissen, aber was war denn so die Initialzündung mit im Alter von 26, glaube ich, war es 27, ne? Alter von 27, was war denn so für dich der entscheidende Punkt, dass du gesagt hast, yes, das mache ich? Das war damals der oder die Tatsache, dass ich einen Job gewechselt habe und jemand an meiner Seite hatte, der das in einem gewissen Rahmen schon gemacht hat und mir sein Wissen zur Verfügung gestellt hat und ich dort auch ein sehr tiefes Vertrauen zu der Person hatte und gemeinsam mit ihm an meiner Seite ja einfach die PS auf die Straße gebracht habe. Ne? Um jetzt mal ein bisschen in medias res einzustehen, was waren denn so deine Stolpersteine auf dem Weg? Erst einmal auch für mich zu verstehen, etwas, also das Verstehen von Geld, von Krediten, die Summen, die Verantwortung, aber auch im zweiten Schritt direkt halt auch zu verstehen, dass ich Probleme lösen muss. Mhm. Ja, also das so wie ich es halt aufgebaut habe und sowas, so wie mein Ziel halt auch damals war und auch heute noch ist, dass nicht damit getan ist, die perfekte Wohnung zu kaufen, die jeder haben möchte und die dann halt zu vermieten und damit einen hohen Preis zu bezahlen halt im Ankauf, sondern halt auch mal links und rechts zu schauen und auch bereit zu sein und die Fähigkeit auch zu entwickeln, Probleme zu lösen. Also, gib mal ein Beispiel. Nicht zahlende Mieter, ne? Renovierungsbedürftige Wohnungen, ja, sowas. Das waren so die Anfänge. Okay, also das heißt, du hast dich einfach intensiv damit beschäftigt. Und letztendlich würdest du jetzt für dich sagen, hey, da habe ich für mich wirklich eine Kompetenz erlangt, wo ich weiß genau, was muss ich da tun und wie läuft das? Und das ist jetzt für dich keine Challenge mehr. Also Challenge, das würde ich jetzt, wäre schon etwas hochgegriffen, aber ich würde sagen, dass ich mich nicht davor verstecke. Das ist, denke ich mal, so der richtige Ausdruck, ne? Weil man hat immer mit Menschen zu tun und es steht mal mehr oder weniger auf dem Spiel, ja. Aber ich habe Erfahrung gesammelt. Das ist so, denke ich mal, ein guter Begriff. Was war da in dem Bereich dein größter Erfolg? Dass ich viel über mich gelernt habe halt auch, ne, dass ich viel mehr schaffen kann, als ich eigentlich dachte. Ne? Also es war für mich früher nie ein Ziel oder für mich auch nie erdenklich, dass ich mich mal selbstständig mache oder in kurzer Zeit viele Wohnungen halt kaufe und die Probleme so beiseite schaffe. Ne? Und dadurch habe ich dann halt in dem ersten halben Jahr, ich glaube, es waren so ungefähr 15 Einheiten gekauft, plus, also als Kapitalanlage, und gleichzeitig noch mit meiner Lebensgefährtin zusammen unsere eigene Wohnung, wo wir dann auch gleichzeitig noch umgezogen sind. Ne?
Okay, cool. Und dann ging die Reise ja weiter. So, das heißt, du hast dann irgendwann gesagt, Immobilien ist dein Ding. Und wie ging es dann weiter? Ich bin dann schnell von Wohnungen auf Mehrfamilienhäuser umgestiegen. Und das war dann nochmal anderthalb Jahre sehr, sehr intensiv. Ja, wo ich nochmal, also für mich halt dann auch gekauft habe. Und währenddessen ist halt auch ja der Wunsch von bei meiner oder auf meiner Seite gewachsen, komplett in die Immobilienbranche halt auch reinzugehen als Selbstständiger, weil ich halt einfach auch gelernt habe, Mensch, du kriegst hier gerade echt was gerissen. Ich habe Selbstvertrauen auf einem anderen Niveau halt erfahren halt und ja, habe halt gedacht, Mensch, jetzt machen wir weiter, ne? Da fängt so direkt an so lachen, ne? Oder? Ja. Also das ist halt einfach dieses ja. Thema, ne? Und hier gibt es auch einen schönen Spruch, das heißt, was ist eigentlich glücklich sein, ne? Glücklich sein ist ja nichts anderes, als du überwindest Hindernisse, ne? Also einfach Dinge, die sich dir in den Weg stellen, die musst du einfach meistern. Und du hast ein Ziel und wenn du die Sachen meisterst, dann erreichst du das Ziel und dann bist du happy. Und es gibt keine andere, das ist die Formel für Glück. Ja, also ne, fängt vorne an, schöne Hindernisse, Barrieren und dann erreichst du das Ziel und dann fühlst du dich gut. Aber dann musst du auch wieder von vorne, ne, weil ne, das ist ja ein dynamischer Prozess. Ne? Okay, cool. Und du hast dann gestartet. Wie war denn der Start als Makler? War das da ähnlich auch wieder so? Welche Barrieren kamen denn da? Der Punkt war damals, dass ich mich mit der Thematik ja erstmal beschäftigt hatte, dass ich gerne Vertrieb und die Immobilienbranche halt gerne für mich selber halt in meinem Leben beruflich zusammenpacken wollte. Mhm. Zum gleichen Zeitpunkt ist ein Bekannter von mir in einer anderen Stadt nebenansässig. Hat er einen Makler gesucht und wir sind dann damals ins Gespräch gegangen und wir haben dann ein Unternehmen zusammen gehabt halt. Gehabt. Du betonst gerade gehabt. Was war denn, vielleicht in der Kurzversion, was war denn da so das aus deiner Sicht, du hast ja das vorher nachher jetzt, das ist ja mal eine andere Seite, aber was war denn eigentlich so das Ding, warum und weshalb, weil du sagst nachher, warum das Ganze nicht funktioniert hat? Verfehlte Zielsetzungen, Naivität von meiner Seite auch aus, sehr, sehr stark. Und nicht die Fähigkeit, durch Kommunikation die Probleme dann halt da gemeinschaftlich zu lösen. Und das war dann auch der Grund, weil viele Sachen da sehr schnell schiefgelaufen sind, wo ich dann halt gesagt habe, jetzt ist hier ein Punkt erreicht, nicht mit mir, ich bin raus. Gab es denn überhaupt ein Konzept, wenn man mal so ganz ehrlich ist? Gab es wirklich ein Konzept? Nein. Das ist nämlich genau der Punkt, ne? Oder? Also ich stelle ja immer wieder fest, so wenn ich höre, was Leute so vorhaben, dass im Endeffekt eigentlich schon das Grundkonzept schon zum Scheitern verurteilt ist. Ne? Und alleine schon dieses Zusammenarbeiten, vielleicht auch mal, by the way, auch ein Tipp an viele andere, also an die Zuschauer, ist, eine Zusammenarbeit entsteht immer, oder eine wirkliche Partnerschaft muss und kann nur entstehen, wenn du eine bestimmte Zeit miteinander gearbeitet hast, herausgefunden hast, ob du dich auf die Person verlassen kannst, hat die Person ähnliche, gleiche Werte, hat man gemeinsame Ziele, die man verfolgt. Im Übrigen in der Partnerschaft ist es ja nichts anderes. Ne? Ne, so, das heißt also im Endeffekt erstmal kennenlernen, rausfinden, hey, haben wir gemeinsame Zielsetzung? Und was auch viele, vielleicht kannst du das bestätigen, was viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ist einfach diese Tatsache, ist man auf dem gleichen Level? Auch intellektuell, ne? Intelligenz. Ist man auf dem gleichen Level? Weil wenn du bist hier oben und die andere Person ist hier unten, das ist ungefähr so, wenn sich zwei Menschen mit komplett unterschiedlichen Sprachen, die können sich zwar irgendwie verständigen mit Händen und Füßen, aber die sprechen eine andere Sprache. Ne, du hier oben, der da unten oder umgekehrt, wie auch immer, ja, spielt ja gar keine Rolle, das matcht einfach nicht. Das kann nicht funktionieren. Und das kann man auch nur herausfinden, über eine bestimmte Zeit.
Das deckt sich ja nicht sofort auf, sowas. Das, so nach dem Motto, du guckst jemanden an und okay, der muss schon gut ausgebildet sein, dann geht das schon, aber du weißt, was ich meine. Ja. Wie war das denn? Ja, ich würde jetzt rückwirkend betrachten, ich wusste gar nicht so richtig, auf was ich hingucken sollte, auf was ich achten sollte halt. Ne? Für mich war damals halt der Punkt halt, die Person war schon Makler gewesen. Für mich war das dem Moment eine sehr, sehr schöne, coole Vorstellung, auch Makler zu werden. Und ich dachte in dem Moment, hey, das ist jetzt die Gelegenheit. Ne? Und habe halt über oder auf viele Sachen gar nicht geachtet, sagen wir es mal so. Also ähnlich wie der Privatverkäufer, der, ich sag mal, jetzt von einem guten Makler gesagt bekommt, dass sein Haus nicht das wert ist, was er eigentlich im Kopf hat. Und er stellt jetzt die Berechnung an oder die Lösung, da unterhalte ich mich doch nochmal mit anderen Maklern. Da wird ja schon einer dabei sein, der mir meinen Preis bestätigt. Also einfach Banane. Ja. Auf gut Deutsch. Ne? Also keine Ahnung von, wo finde ich eigentlich heraus, habe ich den richtigen Partner. Okay, dann hast du das aufgelöst am Ende des Tages. Genau. So, und in der Zeit dazwischen haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Das war ja schon so die Reise. So, was war denn da der Unterschied für dich? Ganz anderes Konzept. Also erstmal überhaupt ein Konzept zu sehen halt. Ne? Ich habe so angefangen, dass ich mir die Videos von dir auf YouTube immer angeguckt habe und da schon viel halt herausfinden konnte, ob das auch persönlich halt matcht. Und da habe ich schon gemerkt, dass es ist was ganz anderes. Es passt mehr zu mir. Mhm. Ne? Also ich habe da wirklich am Bildschirm gehangen und ihr habt dir gerne zugehört und sehr aufmerksam. Schön, ja. Schön. Okay, also das heißt, du hast erstmal gemerkt, da ist ein Konzept dahinter, da ist ein System dahinter. So, dann hast du dich ja mit deiner Partnerin zusammen selbstständig gemacht und jetzt wollen wir gar nicht so über Erfolg oder sowas reden, sondern mir wäre es jetzt nochmal einfach eine Sache ganz wichtig, weil du, und das ist auch der Wunsch für diesen Podcast hier, dass wir eben jetzt nicht mehr so kommen hier so, ne, mein Haus, mein Auto und meine Umsätze und meine Verkäufe, sondern über das Thema Transformation sprechen, also persönliche Veränderung. Wenn du jetzt nochmal zurückguckst, 2017, 2019 war es so, 2019, im zarten Alter von 27, könnte ja mein Sohn sein, von 27, was war denn deine, also wenn du wirklich mal so auf Transformation guckst, also die Veränderung deiner Persönlichkeit, und ich weiß ja, du wirst das gleich erzählen, dass gerade ja jetzt in den letzten Wochen nochmal so eine wirklich krasse Transformation stattgefunden hat. Erzähl doch mal den Leuten da draußen, wie wichtig auch für dich jetzt, für dich als Person, dieses Thema Transformation war. Mal ganz unabhängig von der Anzahl von Wohnungen, dem Bankkonto oder sonst irgendwas. Na, es war eine Reise. Ja, also wenn ich jetzt zurückschaue, war ich 2019 und auch die Jahre danach sehr emotional, nicht getrieben, aber habe mich sehr emotional leiten lassen. Also so Power geben müssen oder erfolgreich sein oder wie? Nee, in dem Sinne, dass ich viel immer so geguckt habe, halt passt mir das gerade, fühlt sich das gut an, ja, ich habe mich schnell triggern lassen, ja, ich war weniger sachlich. Ich bin heute sachlicher geworden, aber im positiven Sinne, einfach aufgrund der Tatsache, weil ich geordneter für mich im Kopf bin. Mhm. Ich habe viele Missverständnisse aufklären können, auch gerade dank dir. Mhm. Und damit habe ich wieder eine Richtung bekommen. Ja, ich weiß, wo ich hin möchte. Also lass uns vielleicht mal ganz kurz Missverständnisse, damit das auch richtig ankommt. Es hat einfach in dem Moment auch zu wissen, so was ist jetzt eigentlich richtig. Ne? Und ich würde hier mal gerne das Beispiel bringen von dem Taschenrechner. Ne? So Taschenrechner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ne? Und dem Taschenrechner, wo eine 0 oder eine 8 oder eine 7 fehlt. Und es war ja so, ne, dass man einfach, wenn man nicht klar im Kopf ist, wenn man nicht geordnet ist, wenn man nicht sortiert ist, dann ist das so, wie wenn auf dem Taschenrechner einfach eine Zahl fehlt. Und alles, was man jetzt eintippt, ne, alles, was man jetzt lösen will, wo die 7 mit drin ist,
dann hast du einfach immer ein falsches Ergebnis oder eine falsche Lösung, die ausgespuckt wird. Das heißt ja Ordnung schaffen, den Taschenrechner richtig programmieren oder überhaupt die Programmierung richtig haben. Weil wenn dir eine Zahl auf dem Rechner fehlt, wenn dir eine Zahl fehlt und du willst jetzt 5 mal 6 mal 7 mal 9 rechnen und die 7 ist nicht da, dann ist egal, was du tust, es wird immer das falsche Ergebnis, sprich die falsche Lösung sein, die du berechnest. Und das hat halt was mit einfach falschen Informationen zu tun. Ne? Falsche Infos, generell vielleicht auch falsche Learnings, die man gehabt hat. Ne? Weil das heißt ja nicht, weil einer einem sagt, zum Beispiel beim Immobilienmakler, ja, hol doch erstmal einen Auftrag rein. Ne? Hol doch erstmal einen Auftrag rein. Das ist halt falsch. Aber das wird nicht richtig, weil es 20 Leute sagen, ne, 20 oder 30 oder Hunderte sagen, hol doch erstmal einen Auftrag rein, egal zu welchem Preis, wird es nicht besser, wenn du es nicht selber dir anschaust, selber eine Erfahrung sammelst und sagst, ich habe doch lieber weniger Aufträge, die ich aber verkaufen kann und die ich auch zackig verkaufe und zu einem wirklich guten Preis verkaufe, zum Glück des Verkäufers, Käufers und mir als Makler, anstatt viele Aufträge zu haben und rumzuirren wie so ein Vollpfosten und am Ende des Tages, weil ich nie mal selber hingeguckt habe und mal selber das Hirn eingeschaltet habe. Oder? So, das meinen wir. Absolut. Mhm. Gut, wie ging es dann weiter? Also Missverständnisse aufgelöst? Ich habe mich dann wieder auf den Weg mit dir des Lehrlings begeben. Ja? Mhm. Also ich habe sehr viel reflektiert, ich habe sehr viel geordnet, was falsch gelaufen ist bei mir, dadurch, wo dann halt falsche Entscheidungen halt auch bei mir getroffen worden sind. Mhm. Und dann hat der Weg jetzt begonnen. Der richtige Weg, würde ich das jetzt mal so für mich formulieren halt, ne? Was ist denn jetzt anders? Also was war jetzt denn so gerade in den letzten Wochen, ne, was war denn in den letzten Wochen jetzt so deine persönliche Transformation nochmal? Also was hast dich jetzt nochmal verändert? Ich habe nochmal eine optische Veränderung vorgenommen. Mhm. ich hatte vorher lange Haare, habe mich damit auch sehr wohl gefühlt an sich, aber war immer irgendwie so ein bisschen auch im Konflikt mit mir selber, wo ich gesagt habe, irgendwie passt nicht so richtig optisch mit dem Weg zusammen, den ich gerne gehen würde halt. Ja, also ich habe selber mit mir, war ich nicht da im Einklang. Mhm. Und das habe ich einfach ausgestrahlt. Ja, das habe ich, ich habe aber nicht genau hingeguckt. Mhm. Ja, und das habe ich dann geändert, dank eines netten Hinweises, okay, eines gut gemeinten Rates. Wie nett war der Hinweis denn? Der hat aber erstmal eingeschlagen, glaube ich. Ne? Ich habe einmal kurz geschluckt. Also man muss es mal kurz erzählen, ne? Weil das war ja schon eine witzige Story auch dahinter, ne? Also ich habe von dir ein Bild gesehen, von vor ein paar Jahren, nehme ich mal an, und da hattest du eben so Haare ähnlich wie jetzt, ne? Ja. Ein bisschen länger, glaube ich, waren sie, ne? Und da habe ich gesagt, boah, der sieht cool aus, der Typ, ne? So. Und dann habe ich so mal geguckt, wie du dann zum damaligen Zeitpunkt ausgesehen hast mit der langen Haar, ne, würde der Rheinländer sagen, mit den langen Haaren. Und er sagt, das geht doch gar nicht. Ja? Also das, und warum? Ich darf das? Warum darf ich das? Weil es ja selber bei mir so war. Ne? Ich hatte ja auch lange Haare vor vielen Monden. Ne? Und damit bin ich ja wirklich viele, viele, viele Jahrzehnte durchs Leben gelaufen. Und ich habe einfach nicht gecheckt, dass das scheiße aussieht. Ne? Also jetzt für mich, weil wir machen es ja nicht für andere. Das muss man ja auch mal klar sagen. Ne? Ja. Und deshalb darf ich das sagen, bei dir auch in dem Moment. Und er sagt, Marlon, Haare ab. Ne? So, du musst die Haare schneiden. Ja. So, da hast du erstmal so ein bisschen geschluckt. Ne? Ja. Aber was ist dann passiert? Ich habe es einfach Revue passieren lassen und habe... Du sagst das immer so brav, ja. Du darfst auch mal jetzt wirklich, was ist denn echt in dir vorgegangen? Okay. Hast du gedacht, der Arsch oder so? Nein. Hau mal raus jetzt hier. Es war erst, ich habe mich gegen gesträubt, weil ich halt einfach 2 Jahre lang die Haare wachsen lassen habe und bis sie dann mal hinten auch dann ordentlich waren, hat es einfach lang gedauert. Damit du endlich diese tolle Mähne hast, ja. Ganz genau. Und ich einfach, das Problem in dem Moment war, dass ich kein Ziel hatte. Also ich wusste jetzt nicht, okay, Haare schneiden, ja, aber wie soll es denn aussehen? Und das hat mir erstmal
ja wieder Unsicherheit gegeben. Aber ist das nicht irre, dass man so, bei mir war es ja ähnlich, ne? So, und es soll ja auch nur eine Metapher jetzt eigentlich sein für alle auch so da draußen. Bei dem einen sind es die Haare jetzt, bei dem anderen ist es vielleicht das Outfit oder bei dem anderen ist es vielleicht irgendetwas anderes. Ist ja völlig wurscht. Es soll ja auch nur ein Beispiel sein, ne? Bei dir, bei mir waren es jetzt zum Beispiel die Haare, aber und beim anderen ist es was anderes, ne? So. Und okay, du hast dich gesträubt. So, da war so ein innerer Kampf. Jetzt habe ich jahrelang meine Haare so schön wachsen lassen. Ja, also ich musste mir erstmal Gedanken machen, okay, gut, Haare schneiden, aber wie denn jetzt, ne? Und das, da habe ich dann, das habe ich mir dann durch den Kopf gehen lassen, hatte dann das Bild vor Augen und habe es dann durchgezogen. Ne? So, und hast das gemacht? So. Hab's einfach gemacht. Genau. Und du hast mir ja auch erzählt, vielleicht tust du das jetzt gerade nochmal, wie fühlst du dich denn jetzt? Was ist anders? Was ist anders zu vorher? Weil da sind ja jetzt, das war ja eine Sache und dann sind ja mehrere Sachen dadurch angestoßen worden. Ich stehe nicht mehr so mit mir im eigenen Konflikt. Ja, also ich habe in dem Moment wieder gute Beratung, einen guten Tipp zugelassen, habe Vertrauen gehabt und wurde damit belohnt, indem ich mich selber wieder wohler gefühlt habe, selbstsicherer und geordneter. Ja, ich ist, hab das, mich, ist doch irre, oder? Ja, ich fühle mich, wenn ich das so sagen darf, einfach wieder schick. Ja, genau. Und zwar, weil andere das sagen oder weil du das so empfindest? Weil ich das empfinde. Und das ist das Ding, worum es geht, genau. Ich bin rausgegangen beim Friseur und der Friseur hat eine große Scheibe, ein großes Fenster. Ich bin da lang gegangen und ich habe da reingeguckt und während ich so gegangen bin, habe ich gesagt, okay, that's it. Ja, cool. Genau. Das ist das Ding. So, genau. Das war sofort schon klar vom Spiegel auch, aber draußen, als ich dann so draußen war, okay, bums, war die richtige Entscheidung. Genau. Und das war wie ein Schalter. Und ja. Und das ist, man kann also eigentlich sagen, man muss manchmal Dinge im Leben tun, die für einen, wohlgemerkt, ne, es geht nicht um die anderen, es geht für einen selber, eine krasse Entscheidung sind. Bei mir war das ja auch so, guck mal, ich bin, 45, wie lange ist denn das jetzt her? Fünf Jahre jetzt, ne? So, das heißt, also im Endeffekt, ich darf ja die Zahl gar nicht sagen, das darf ich ja gar nicht. Also 50 Jahre, ja, ich bin jetzt 55, 50 Jahre lang mit einigermaßen ein und derselben Frise durch die Gegend gelaufen. Ne? Und das hat mich einfach, ich habe das überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen, ich habe das überhaupt gar nicht mehr gecheckt. Ne? So, und hier kommt aber eine Sache, räumst du dein Leben auf? Und das ist, glaube ich, so zum Ende hin das Ding, räumst du dein Leben auf, dann gibt es nicht nur eine innere, sondern es gibt auch eine äußere Veränderung. Und je klarer du in der Birne wirst, je klarer dein Plan ist, und es verjüngt auch ungemein. Ich meine, da brauchst du jetzt dir keine Sorgen zu machen. Aber du, also ich fühle mich, keine Ahnung, ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem Leben so gut gefühlt wie heute. Ja? Weil ich einfach diese Power, diese Energie habe und weil ich mich wirklich wohlfühle, so wie ich bin. Und mir ist es komplett scheißegal, was andere denken oder was andere sagen. Und ich habe auch Dinge wiederentdeckt. Ich habe schon in sehr jungen Jahren habe ich zum Beispiel super gerne Anzug getragen. Das war immer mein Style. Mit 16 habe ich damit schon angefangen. Das war mein Style. Anzug, Krawatte, Hose, ich habe es einfach gefeiert. Und irgendwann kam ein Punkt, ich könnte jetzt suchen, ich würde den finden, den Punkt, aber da war das auf einmal anders. Ja, aber mit der äußeren Veränderung kam auch dieses Ding wieder zurück. Also das fandst du doch total geil, warum hast du eigentlich damit aufgehört? Mit dem, was du gut fandst. Oder hast dann vielleicht eine Zeit lang das gemacht, was andere, weißt du, ein bisschen lockerer, ein bisschen so Pulloverchen hier und so weiter. Finde ich immer noch cool. Aber I like it. Ja? Also ich mag das so, wie es ist. Ja? Und das ist das Ding, sich selber wirklich zu finden. Oder? Ja, absolut. Definitiv. Aber jetzt verrat mir mal, was war denn das Ding da mit den langen Haaren?
Ich hatte das, was du auch hattest. Ich hatte viele Jahre dieselbe Frisur und ich wollte was anderes. Ich wollte irgendwie auch, glaube ich, jetzt so rückblickend ein bisschen nicht rebellieren, aber irgendwie so, ja, ich mache jetzt mein Ding. Also ein bisschen fuck up. Ja, nicht, ja, irgendwie ein bisschen so Freedom. Ne? Jetzt ja, nicht ja, fuck ja. up, sondern ein bisschen so. Ja, das habe ich immer auch gesagt, ne? Freedom, lange Haare, wo ist das Surfbrand? Ja, ja, so ein bisschen so selbstbestimmerisch. Das ist ja, eher ja. so, denke ich mal, so der richtige Ausdruck dafür. Dazu kommt, dass ich das immer gerne mal haben wollte. Ja, ich wollte mal wissen, wie das bei mir aussieht. Und deswegen habe ich das gemacht halt, ne? Also ich habe mich nie unwohl gefühlt, ja, aber gehabt haben, befreit von haben wollen, ne? Und dann war halt auch der richtige, zum richtigen Zeitpunkt auch der richtige kleine Schubser, der kleine Tippser halt auch, ja. Mhm. Und die absolut richtige Entscheidung halt, ne? Mhm. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt, fühle mich jetzt wieder geordneter. Ja, auch optisch, und das macht innerlich wieder was mit mir. Und das fühlt sich richtig und das fühlt sich gut an, weil ich das so fühle. Genau. Und jetzt geht's feuerfrei in eine glorreiche Zukunft. Goldene Zeiten für coole Makler. Und in diesem Sinne, ich danke dir, dass du da warst und über deine Transformation gesprochen hast. Und euch da draußen, arrivederci, bis zum nächsten Mal. Ciao.